Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der PMTech Oldtimer Service Reihe. Diesmal auch wieder aus dem Themenbereich VW. Na, ich gehe nochmal so gerade die Bilder durch. Ich habe jetzt gerade die Anordnung des goldenen Scirocco. Auf den bin ich zwar schon mal so ein bisschen eingegangen, aber ich gehe nochmal drauf ein. In den Bildern ist auch ein Bild, wo der bei mir vom alten Laden steht. Und da kann man zum Beispiel noch sehr, sehr gut erkennen, da ist eigentlich alles schon soweit gemacht. Er hat die Frontstoßstange vom Scirocco 1 drauf, was viele nie gesehen haben. Nicht diese kurze, kleine Stoßstange, die so ein bisschen um die Ecken rumgeht, sondern gibt dem Auto eine ganz andere Linie. Ist wirklich klasse. Ich habe später dann noch die Stoßstangenflächen in schwarz lackiert. Das ist hier bei dem frühen Bild nicht der Fall. Und man sieht natürlich auch noch, ich glaube, dass wir hier noch ein Koni-Fahrwerk drin hatten bei diesem Bild. Und es sind halt 7 und 8 mal 15 verbaut. Das war so die ersten Wege, die wir gemacht haben. Ich habe dann später auf diesem Radsatz aufgebaut und habe die 8,5er gebaut. Der hat vorne eine 7x15 ET16 und hinten müsste es eine 8x15 ET entweder 12 oder 18 sein. Also mit einer 2 oder etwas über 2 Zoll Schüssel hinten und vorne die 1,5 Zoll Schüssel. Aber ganz interessant bei dem ET16 Stern, das war ja auch ein Stern, der durchgeschoben wurde. Und dieser durchgeschobene Stern ist später auf der Hinterachse gewesen mit 3 Zoll Schüssel und entsprechender Innenschüssel. Dass man die Optik einer 9x15 hatte, es aber reduziert hat auf die 8,5x15, um den 195-45 fahren zu können. Wenn man jetzt einfach mal der hat hier ebenfalls schon 195-45 drauf, aber auf 7 und 8 sieht er so ballonmäßig aus und der gleiche Reifen ist dann auf einer 8,5x15, ist extrem unterschiedlich. Es ist im Prinzip, die Silhouette von dem Auto ist komplett anders, obwohl sie bis auf die lackierten Stoßstangen oder dieses noch nicht schwarz lackierten Bereich der Stoßstangen eigentlich von der Seite komplett identisch sind, wirken die beiden Autos, wenn man die Bilder mal nebeneinander legt, vollkommen unterschiedlich. Und das ist halt durch die Radabschlüsse der Kotflügelkanten und Räder. Wie gesagt, wir hatten selbst damals schon in Wagenfarbe polierte Sterne, also in Gold lackiert und in Sternfläche poliert. Die habe ich dann auch wieder 1:1 genommen, als ich die zerlegt habe und dann daraus dann 8,5 vorne und 8,5 hinten gebaut habe. Nur mal so, weil es für mich klar war, die Platzverhältnisse nach größeren Reifen, gab es überhaupt. Zu dem Zeitpunkt hätte ich zwar noch auf 2,15, 40, 15 gehen können, wie bei dem Jetta. Ist aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Dafür hätte man noch richtig was an der Karosse machen müssen. Und ein paar Tage später hätte es die Reifen nicht mehr gegeben. Die sind relativ früh von Toyo, ist gar nicht wahr, war Dunlop. Die hatten diese Reifen mal für den Stefan Fahrwerksbau oder BCW, eins von beiden, hatten die diese Reifengröße aufgelegt, die aber dann in sich kaum Verwendung fand. Also das war eine Reifengröße, die war damals im aktuellen Bereich schon wirklich ganz, ganz rar und exotisch und ist dann natürlich ganz schnell hinten runtergefallen, dass sie nicht mehr hergestellt haben. Und ich weiß nicht, entweder wird die heute nur noch auf Wunsch hergestellt oder sie wird gar nicht mehr hergestellt, die Reifengröße. Sehr, sehr traurig. Es gibt ja so mehr oder weniger ein paar Reifengrößen, 2,65, 35, 17 wird nicht mehr hergestellt, dann dieses 2,15, 40, 15, dann sind so Reifengrößen wie 2,75, 35, 17 gibt es nicht mehr. Und also es gibt Menge Reifengrößen, die man leider heute nicht mehr kaufen kann. Und wenn man dann natürlich vor 20, 25 Jahren ein Fahrzeug entsprechend abgestimmt hat, ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich und heikel, dass es die Reifengröße. Deswegen war ich froh, dass ich mich damals nicht auf 2,15 und vielleicht 9,5x15 lieber, also praktisch der gleiche Radsatz wie auf dem Jetta wäre hier dann auch möglich gewesen, aber da hätte man hinten das Seitenteil wirklich vergewaltigen müssen. Und ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich bei 195,45 geblieben bin und es dann halt auf die 8,5x15 gestellt habe. Aber das sind so die Dinge, die sieht man so bei Betrachten der Bilder nicht, sondern das ist einfach was, was man erklären muss dazu. Bei den anderen Bildern kann man deutlich sehen,
da wo der auf der Hebebühne steht, da ist also vorne das 8,5x15 Rad, der gleiche Stern, aber mit einer 2,5 Zoll Schüssel. Und da sind auch die Stoßstangen noch nicht schwarz abgesetzt. Muss also auch ein relativ frühes Bild sein. Man sieht schön die das verstellbare Riemenrad am Motor. Und das ist, wie gesagt, wo ich eingangs noch eingegangen bin, das ist auch dieser echte Dennard-Motor. Man kann auch auf diesem einen Bild einigermaßen gut erkennen, dass der Abgangsstutzen vom Zylinderkopf schräg ist. Also ganz klarer Fall von 1,6 Liter EG-Motor. Aber es ist wirklich ein 1,9er. Das ist ein echter Dennard-Motor, einer von den wenigen EG-basierenden 1,9er-Motoren. Und hatte gut Dampf, das Ding. Also ein gemachter 16V fuhr mir nicht weg. Nur mal so als Beispiel hinterher. Also wirklich würde ich auch immer wieder versuchen aufzubauen, nachzubauen, weil das war wirklich ein in sich sehr stimmiges, schlüssiges Konzept. Es reichte auch, ich attestiere diesen Motor mal irgendwo um die 150 PS. Das ist für so einen Scirocco, so eine Doubledose, der hat ja kein Gewicht, der hat 750, 800, 850 Kilo, mehr willst du ein Ding nicht haben. Das ist schon eine Menge. Ne? Man ist zwar heute verwöhnt von den ganzen PS-Zahlen, 7, 8, 900.000, 1200 PS von irgendwelchen 16V Turbo, aber wenn man so einen giftigen Saugmotor mal gefahren hat, und es muss ja auch nicht immer nur in schwarze Striche und Rauch und Qualm aus den Radkästen aufgehen, sondern es ist ja schön, wenn das Ganze dann auch mal ein bisschen wirklich gut nach vorne geht und sich nicht nur pulverisiert. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Ja, was bei dem Scirocco sicherlich noch extra erwähnenswert ist, mein Räder, Reifen und so weiter, ergibt sich einfach durch das Betrachten der Bilder. Aber was bei dem Auto sehr, sehr interessant ist, ist die Heckscheibe. Die Heckscheibe ist eine Basisversion vom Scirocco 2 damals. Ich weiß gar nicht, was für eine Motorisierung, 1,6er oder 1,5er oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Den gab es tatsächlich in der Basis-Basis-Basis-Ausführung ohne Heckspoiler. Beziehungsweise doch, Heckspoiler hatten sie, glaube ich, schon. Ganz klein hatten die dann hinten drauf. Aber kein Heckwischer, das gab es tatsächlich. Und dann hatten diese Heck, das war nicht zu entfernen, weil dieser Heckwischer kam ja durch die Scheibe. Und demzufolge hatte die Scheibe auch ein Loch. Und es war also damals schon fast unmöglich, eine Heckscheibe für einen Scirocco zu bekommen, die kein Loch hatte. Das meiste waren ja GL, GTs, GTIs, GLIs und die hatten natürlich alle einen Heckwischer. Und er hat halt eine Scheibe ohne Wischer. Demzufolge haben wir dann auch den Spoiler eliminiert und damit es richtig clean ist, haben wir auch das Schloss weggemacht. Von innen per Tastenbetätigung springt die Heckklappe auf, sodass also von hinten, wenn man von hinten auf den Arsch quasi so weit guckt, hinterlässt er so ein kleines bisschen Porsche-Look. Also so ein, wenn man mit ein bisschen Fantasie schaut, ist erstmal so gar nicht klar, was ist das denn jetzt überhaupt für ein Auto? Und das fand ich auch ganz witzig. Man hätte das vielleicht im Nachgang, wenn ich das heute nochmal machen würde, dann würde ich mich um die Ecken, Seitenklappe, die Übergänge, das würde ich noch ein bisschen egalisieren. Das ist nicht ganz so ideal, aber das ist uns damals gar nicht aufgefallen. Auch innen sehr schön mit den Recaro-Sitzen in den Brauntönen, Braun-Beige-Tönen. Passt sehr, sehr schön zu der Farbe. Also ich muss sagen, am Anfang fand ich die Farbe nicht so toll. Im Nachgang muss ich sagen, finde ich, ist das eine der schönsten Farben, die man auf so einem Auto fahren kann. Vor allen Dingen unter der Voraussetzung, dass sich diese Farbe wunderschön in den Felgen wiederfindet. Also besser ist es ja quasi gar nicht machbar. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und deswegen auch die Abschlüsse der Räder zur Karosse. Ja, ich will mich nicht selber loben, aber viel besser ist es nicht machbar. Ne? Also das ist, wie würde ich sagen, 100 erreichte Punkte von 100 Punkten, sowas in der Richtung. Aber wie gesagt, ist natürlich immer eine Frage des Geschmacks. Der andere sagt, gefällt mir nicht. Auch diese kleinen Frontlampen von dem ersten Modell fand ich sehr schick. Eigentlich nicht zu fahren mit dem Spoiler. Das geht nicht mit dem Grillspoiler, aber hat mir trotzdem gut gefallen. Deswegen habe ich das so gemacht. Und ich habe am Anfang immer gesagt, der Scirocco 1 ist schöner als der Scirocco 2. Und als das Auto dann fertig war, habe ich gesagt,
Weiß ich nicht. Also ich denke mir mal, einigen wir uns darauf, sind beide gleich schön. Ich muss sagen, der Scirocco 2 in dieser Form, ohne diesen ganzen Plastikgedöns der späteren, das hat mir nie gefallen. Diese ganze Radlauf und Schweller und nee, das war nie mein Ding. Aber dieser deplastifizierte Look von diesem Scirocco 2, wo dann auch noch so Stilelemente des Scirocco 1 durchkommen, dieser Einambischer, das ist natürlich ganz klar ein Element aus dem Scirocco 1 noch. Denn das ist ein 81er Auto. 1981 wurden beide Autos gebaut. Ne? Also die ersten Monate von 81 war der Scirocco 1 verfügbar und die letzten Monate war der Scirocco 2 verfügbar. Es ist also ein Jahr, wo sich beide Modelle quasi die Türklinke beim VW-Händler gegeben haben. Und das kann man bei dem Auto noch so ein bisschen merken, dass, wie gesagt, Einarmwischer, auch so ein paar technische Dinge unter dem Blechkleid, die sind halt sehr ähnlich dem Scirocco 1. Ne? Und dann halt, ich glaube, 82, 83 ging es dann los mit diesem, selbst in der einfachen Version, da waren die Plastikteile einfach schwarz, wo der einfach ohne Plastik nicht mehr vorstellbar war. Und da habe ich immer gesagt, dieser alte, frühe Scirocco 2 gefällt mir riesig gut. Und dann auch noch in der Kombination mit der Scirocco 1 Stoßstange vorne. Das hatte ich also relativ früh erkannt. Das passt, dann mussten wir nichts Großartiges umbauen. Finde ich also wirklich nach wie vor sehr, sehr schick. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt habe ich aber genug zu dem Scirocco 2 erzählt.